Herzlich willkommen, liebe Freunde von Fettspielen. Mein Name ist Johannes. Und mein Name ist Fred. Yeah. Oh mein Gott. Und wir spielen zusammen Warcraft 3 The Thousand Thrones. Ja, es ist nicht geil. Johannes ist wieder da. Meine Fresse, der Überraschungsgast. Das ist einfach, so also, ich bin hin und weg, dass du bei uns vorbeigeschneit hast. Also, da muss man schon sagen, man fühlt sich ja auch so als Arbeitgeber ziemlich gebauchpinselt, wenn jede Woche irgendwelche Praktikanten reinkommen und einen wiedersehen wollen und wieder hier sein. Also, das ist geil. Letzte Woche hatten wir auch schon Frau Bötner aus der Online-Redaktion, die sich wieder die Ehre gegeben hat. Und heute bist du am Start. Ja. Echt geil. Also, ja, es freut mich sehr, und, wieder hier zu sein. Und ich darf sogar jetzt ein Let's Play co-moderieren. Ja, wie in guten alten Zeiten. Ja. Und wir spielen wieder Humair. Humair. Yeah. Heute ist die 97. Folge. Ist das richtig? 97. Folge. Boah. Also viele Folgen leider ohne deine Anwesenheit, ohne dich. Aber was hätte ich machen sollen? Ja, dich kann man halt nicht ersetzen. Deswegen musste ich einfach auch alleine ohne Co-Moderator spielen. Ja. Und das wird ja auch leider nach diesem Special auch wieder der Fall sein. Aber es ist einfach nur schön, jetzt diesen Moment zu genießen, dass du wieder hier an meiner Seite bist und wir zusammen dieses Spiel moderieren. Also das ist wunderschön. Ja. Fantastisch. So muss es auch sein. Erinnerst du dich auch noch an deine letzte Folge, die du hier gehabt hast? Wo ich so episch gefällt habe. Ja, ja, genau die. Auf die wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen bohren, so ein bisschen natürlich coolen. Ja, nochmal mit dem Finger in die Wunde legen. Geil, geiler Shit. Ja, das war doch Spaß. War doch Spaß. Das war super. Ja. Hat dir sehr, sehr gut gefallen. Ja, doch. Ja. Nee, ja, aber hast du eigentlich, privat hast du wahrscheinlich danach auch nicht mehr Warcraft gespielt. Du hast ja auch gar nicht, du hast das Spiel auch gar nicht, ne? Nee. Was hast du denn so gezockt so die letzte Zeit? Och du. Was sind deine Spielerfahrungen im Jahr 2013? Richtig. Ja, nur so Seneca und Tour und Rousseau Goes Wild und sowas. Er ist ja Philosoph für euch jetzt mal so. Außer meinen philosophischen Horizont erweitert habe ich... gar nichts. Nichts, ja. Ein Philosoph braucht nur in seinem Elfenbein Turm hocken und über die Welt herablassen. Nein. Genau. Ich hab gespielt natürlich FIFA 13. Ja, ohne Ende wahrscheinlich, ne? Ja, FIFA habe ich gespielt. Dann auch groß war The Last of Us. Hast du das auch gespielt? Ja, habe ich mit einem Kumpel durchgespielt. War sehr... cool, muss ich sagen. Also es ist ja eher so ein Action Adventure Horror Survival und wenn man es, ich sag mal so, wenn man es überspitzt formulieren möchte, ist es ein Uncharted mit Zombies. Okay, ja, aber aber großartig, oder? Es ist sensationell. Also ich finde grafisch super, spielerisch ist es jetzt natürlich keine Bombe, aber ich meine von der Story her, die echt fresh ist und auch so einen realen Bezug da noch hat und dann noch mit den ganzen anderen Sachen, mit diesem Crafting-System, wie man seinen Molotow-Cocktail zusammenbaut und sowas. Mixt ihr dann Cocktail, auch spielbar auf fettspielen.de. Natürlich. Der Werbebanner läuft. Ja, genau. es hat mich sehr geflasht, also muss ich sagen, okay, ein schönes, geil, atmosphärisches Spiel, ja. Das ist cool. Ja, ja. Habe ich leider nicht gespielt, aber ich, halt besitze, übrigens, ne? ich besitze ja seit 3 Wochen eine PS3. Nein! Ja, ohne Scheiß. Oh, oh ja, oh, oh ja. Epic shit's going on. Ich habe mir eine PS3 gekauft. Oh, und krass. Mit welchen Spielen? So? Ja, da war SingStar jetzt wahrscheinlich. Ja. Ja, war klar. Du kennst mich. Ich habe da einfach mal SingStar drauf geprügelt. Ja, klar. Ich habe ja auch noch auf der PlayStation meiner Eltern 100 SingStar-Lieder drauf gehabt. Die habe ich jetzt einfach alle rübergeholt. Ist ja machbar, man kann ja diesen von der... Cool. Kann man rüber transportieren. Ja. Und das habe ich natürlich auch auf jeden Fall gemacht. Und seitdem spiele ich jeden Abend mit meiner Verlobten SingStar. Oh, oder ist doch schön. Ich zocke ein bisschen Wipeout. Wipeout HD. Ja, super. Geiles ich auch, Spiel. Hab Hammer, ich auch Wipeout HD. Hab ich, Hammer Game. Habe ich umsonst bekommen wegen dieser Geschichte von Sony, mit wo gehackt wurde. Ja, man aus einem Pool von 8 Spielen 2 sich aussuchen dürfen und die kostenlos runterladen. Da habe ich... war eins davon Ratchet & Clank, A Quest for Booty. Booty! Yeah! Und das andere war auch Viper und HD und super. Ja, das ist echt geil. Hammergeiles Game. Vor allem der Soundtrack ist halt so echt fresh. Total. Selbst wo ich ja eigentlich jetzt nicht so der größte Elektro-, Techno-, sonst was Fan bin, aber der Soundtrack und auch natürlich die Einbettung des Soundtracks, das passt einfach so gut. Das ist geil. Hätte auch nicht besser sein können. Nee, ich meine, da hättest du...
selbst meine Lieblingsmusik hättest du da spielen können, das hätte nicht gepasst. Also es ist ja, einfach super gemacht. Stimmt. Ja, richtig. Und Wipeout war ja schon immer berühmt für den grandiosen Soundtrack. Das war ja schon zu PlayStation 1 Zeiten so. Mhm. Ich glaube, da hat sich ja das Aber Ganze leider, das Studio Liverpool hat sich, glaube ich, aufgelöst. Ah. Leider, deswegen weiß ich nicht, ob Wipeout auch für die PS4 erscheint. Das führt aber nicht dazu. Aber Wipeout gehört eigentlich schon dazu, ja, wenn man eine PlayStation hat. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch gespielt Red Dead Redemption. Und das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Also, ist ja von, also das ist quasi GTA im Wilden Westen. Ja, ja, genau. Ja, aber ich finde, weil GTA ist ja schon so poppig und und so Mainstream, weißt du? Ja, und ja, so, genau. Oh ja, alles auf dicke Hose, weißt du? Ja, ja. Und Red Dead Redemption ist dann so kerniger, ja, echte Kerl im Wilden Westen, ja, dann rumreiten und ja, so. Ja. Und das wirkt halt viel ein bisschen erwachsener. Realistischer und erwachsener. Ja, ja, okay. Und dadurch natürlich auch authentischer. Oh, das ist sehr schön. Ja. Ja. Ja, das waren so die Titel. Ansonsten habe ich, noch gespielt. Ja, ein bisschen Fußballmanager. Und natürlich die Videos auch fett spielen angeguckt. Ja, das ist ja auch Pflicht für alle. Unter anderem natürlich unsere Warcraft-Serie, die grandios fortgeführt wird. Wir sehen nämlich jetzt auch gerade hier ein mega episches Battle mit lauter T1-Units, welches wir hier auf jeden Fall auch dominieren. Wir waren ja auch schön creepen gerade. Ja, genau. Ein bisschen gecreept. Die guten Creeps wird weggemacht. Spots, obwohl den linken haben wir weggemacht, den rechten haben wir leider nicht mehr ganz gekriegt, aber ich muss schon sagen, oh, jetzt habe ich übrigens gerade Signale gegeben und die sind wahrscheinlich alle voll verwirrt. Ey, was macht der da? Oh, was geht da? Ja, ey, volle Stress. Oh, Dennis. Oh, Dennis. Mann. Mit seinen scheiß Signalen. Ja, ja, genau. Ja, weil aber das läuft ganz gut. Letzte Let's Play war ja echt schlecht, ne? So, weil da war so ein Teamkiller und so. Oh ja, das vorletzte genau, da war zuvor. Ja, ja, okay. Aber du hast recht, das war einer der letzten. Ja, stimmt. Und das war wirklich das letzte. Also das aber das, ich habe es extra auch hochgeladen, haben sich auch ein paar beschwert, so, oh Scheiße, nur 6 Minuten und so. Ja, aber man muss noch mal zeigen, wie es wirklich abläuft. Ja, so ist das, ne? Ich will ja diese Rosinen rauspicken. Genau, ich will nicht nur die geschönte Wahrheit, sonst würde ich ja gar keine Let's Plays mehr drehen, sondern nur noch mit Johannes zusammen so einmal im Jahr ein Let's Play machen. Aber zwischendurch ist auch zwischen all dem Licht und der Schönheit ist natürlich auch das Dunkel. Schatten. Genau. Und da gehört dieses Geflame, Geliebe, Teamkillerei und so gehört alles dazu. Das stimmt. Und da muss man auch einfach mal zeigen, was es da so gibt. Wie das so aussieht in den rauen Weiten des Battle.net. Eben. Ja. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Richtig. Und jetzt kommt wieder hier diese Straßendrescherei von mir. Genau. Ach ja. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch mal wieder ein Held aus der Taverne geholt, hier mit der Naga-Meerhexe. Ah. Wurde nämlich so ein paar Mal als Request gefordert, dass ich jetzt mal so ein bisschen auch zeige, was eigentlich so in der Taverne so abgeht. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch mal eine Quest gemacht, wo wir nur so aus Tavernen und so ja, ja, genau. Eine Armee gebastelt haben. So. Genau, nur Söldner und so weiter. Ja, genau. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja so ein bisschen davon Abschied genommen, jetzt die die krassesten, nee, der hat tatsächlich hier ach so, den Torrent Chieftain als ersten Helden genommen. Ja, was nicht ganz, einer nicht cheesy unterwegs. Ja, ja, genau, das ist schon was anderes. Ich muss jetzt übrigens leider mich teleportieren, weil mein Held ein bisschen viel Schaden genommen hat. Wie auch immer. Oh, mein Naga ist auch mein Naga ist auch kaputt. Egal. Was soll ich sagen? Also ich habe jetzt ein bisschen davon Abstand genommen, mir die letzten Quests quasi noch, die man machen kann, irgendwie die noch zu verfolgen, weil irgendwann hat halt auch die Reihe so ein bisschen Schaden genommen dadurch, weil ich dann halt irgendwie nur die irrsinnigsten Sachen machen konnte. Ja. Und das wollte dann eigentlich auch keiner mehr sehen. Es hat auch keinen Spaß gemacht. Das hat auch dazu geführt, dass die Reihe ja zwischenzeitlich auch tot war. Ja. Warcraft 3 wurde ja erst wiederbelebt sozusagen durch Mühe und Not. Deswegen, weil manche Requests führen, glaube ich, per se nicht zum Sieg. Ja, genau. Und dann war das ja eh nur um zu zeigen, was so geht, aber... Ja, und ich glaube, damit sind wir durch. Aber so kleinere Sachen kann ich natürlich immer mal wieder zeigen. 3-gegen-3 Matches sind noch immer sehr... Oh, hast du gerade das Arcane Sanctum gebaut? Richtig. Genau, ich wette mich noch... ich sag auch nochmal hier rein. Breaker Knights. Ich werde also meine Armee jetzt voll in den Nahkampf stürzen. Ja. Und genau, ich lasse jetzt auch hier, ich lasse jetzt auch hier langsam mal meine Dings sterben, meine Footies, damit ich den Supply habe für bessere Einheiten. Also mit Tier 1 Units, mit den Anfang Units braucht man jetzt nicht mehr groß kommen. Nö.
das ist jetzt langsam auch zu spät. Ja. Wir haben übrigens eigentlich ganz, ganz gut angefangen. Jetzt wird es langsam ein bisschen brenzliger. Genau, eben gerade das Spiel war nicht so gut da oben. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier weiterkomme. Ich habe auch gerade keinen... Ich habe übrigens auch noch nicht mal einen Shop. Ich muss gerne noch mal ein bisschen meiner Basis nachhaken. Ja. Genau, werde ich gleich mal machen. Werde hier noch einen Shop bauen. Sonst kann ich übrigens auch keine Spellbreaker bauen. Spellbreaker, also die Zauberbrecher der Menschen, die kamen ja übrigens erst nachdem das Update da war. Also erst nach Frozen Throne. Es gab ja davor, vor Frozen Throne, gab es ja Rock. Vor Frozen Throne. Das ist schon ein bisschen Zungenbrecherisch hier. Ich störe. Ja, du. Hinterm Dorf mit der Steufelbrüse. Da kennen die nichts, du. Nee, nur ein Kroppenkunde. Ja, da gab es die Spellbreaker nicht. Genau, das ist also erst eine, die durch das Add-on kam, eine Einheit. Okay. Dementsprechend auch erst durch das Arcane Sanctum baubar. Arcanes Gewölbe, meine ich. Genau. So. Ja, wir sind hier gerade mal wieder im Fight. Der sieht gerade auch wieder schlechter aus. Aber immerhin, mein erster Held ist da. Meine Nagerhexe hat es nicht so gern geschafft. Nicht so wirklich geschafft. Ich weiß auch nicht, warum ich mich immer dazu breitschlagen lasse, hier die die Tavernen-Heroes zu nehmen. Yeah. Naja, so ein Paladin wäre jetzt eigentlich besser gewesen, da ich jetzt ja auch eine Nahkampf-Armee habe, ist es generell auch ratsam, auch mit Knights gerade, wegen der schönen Aura, wegen dem heilenden Licht, dann vielleicht auch auf den Paladin zurückzugreifen. Egal, habe ich jetzt nicht gemacht. Muss jetzt auch mitleben. Ich könnte sogar tatsächlich noch einen dritten Helden nehmen und mir dann den Paladin nehmen, weil ich schon Tier 3 bin. Aber auch da muss man sagen, ich bin jetzt gerade mit meinem zweiten Helden Level 2, da jetzt noch einen dritten hinterher zu schieben, das führt eigentlich nur dazu, dass ich dann mehr Helden verliere, statt mit mehr Helden auch wirklich was reiße. Ja, gut. Muss ich mir mal überlegen. Das wäre dann... Genau. Nicht so ganz das, was man hier eigentlich will. Was eigentlich mit meinen Nager habe ich jetzt eigentlich schon wieder... ich werde sie zurückholen. Ich brauche aber unbedingt einen Shop. Beziehungsweise brauche ich... Ich hole mir hier mal vielleicht noch einen Keiler. Ein Keiler-Medizinmann. Genau. Ja. Oh. Geiler Keiler. Ah, der sieht auch schon recht geil aus. Da kann was, ne? Oh, hier ist auch Turm der Wunder. Das ist auch ein Shop im Wald gebaut worden. Ah, nicht schlecht. Ich habe jetzt, ich wollte eigentlich noch einen Shop bauen, ne? Habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe es nicht gemacht. Arkanes Gewölbe, da ist es. Damit ich hier mit meinen zwei Arkanen Sankten auch wirklich dann die Spellbreaker bauen kann. Jetzt baue ich einfach mal Priester, das ist auch was Feines. Ja, jetzt brauche ich aber eigentlich, ich muss wahrscheinlich noch einen abbrechen. Ich brauche unbedingt eine Teleportation, unbedingt eine Rolle Stadtportal. Genau, ohne die bin ich dann doch ziemlich aufgeschmissen, wenn es in einen Fight kommt und ich dann nicht mehr zurück kann. Ne? Apropos Fight, die sind hier gerade schon zu zweit unterwegs. Ich könnte jetzt woanders angreifen, aber ich glaube, ich werde mich da doch noch zu Gesellen. Achso. Nee, zu Gesellen noch, ja, genau. Okay. Mal schauen, also wir sehen gerade, Lord Jabul hat immerhin ein paar Einheiten, hat auch das Glück, dass er eigentlich nicht gekontert wird so richtig. Kann hier auch sogar noch schön gegen die gegnerischen Helden, genau. Jetzt geht's aber von hinten los, jetzt kommt ProGamer mit seinen Fiends, da bin ich aber zum Glück gleich auch noch mit am Start. Könnte dann also hier eine quasi eine zweite Front errichten von hinten, das ist natürlich eine sehr, sehr feine Sache, das werde ich jetzt auch gleich mal hier in Angriff nehmen. So, was eigentlich Lust, mein Nager ist noch gar nicht so richtig hier in Fahrt. Sehr schön, jetzt komme ich hier von hinten, kann also eine zweite Front errichten, kleinen Zwei-Fronten-Krieg starten. Also ist gerade ein bisschen hin und her, sehr weitläufig gefasst. Ein schönes also Scharmützel. Ja. Ja, hast du mitbekommen, dass wir... Ja, natürlich. Bei Civilization. Das ist schwierig. Sehr geil. Ja. So, und das sieht hier jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist mein Keiler noch am Start? Jawohl, das heißt, ich kann dort auch nochmal... Ist eigentlich nächstes Civilization schon gemacht? Oder? Nee, das hat erst jetzt die 50 Likes bekommen. Stimmt, 50 sind es. Genau, 50 und dann wird es also auch nochmal ein bisschen dauern, aber natürlich wird es passieren. Ich mache mir da keine Sorgen, dass... Weil auch Manila muss fallen. Ja. Manila muss fallen. Manila hat uns jetzt schon echt ordentlich viel Ärger gemacht, aber... Auch das deutsche Katapult, welches da viel ich sehr geweint. Ja, also, das war wirklich eine traurige Sache. So, jetzt aber hier den Death Knight. Der Death Knight muss sterben, da geht er down. Sehr, sehr schön. Ja. Er wollte eigentlich schon Lord Janul zurückgehen, aber ich habe das hier von hinten sehr, sehr sauber aufgeräumt, muss ich sagen. Da hat auch schon der Erste das Spiel verlassen. Beko ist raus. Ja. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch der erste Schritt zum Sieg. Da kommen jetzt auch meine Priests, die auch wissen, Heal verteilen. Das ist auch nochmal sehr, sehr schön. Zwei Stück habe ich davon ja auch schon dabei. Sehr, sehr gute Sache. So, jetzt sind es nur noch zwei. Venatu ist ja von uns. Genau, der ist da drin. Und ja, genau, ich glaube, den Beacon, den können wir jetzt einfach mal finishen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr gut hier gelaufen. Wir brauchen Anti-Air, sagt er. Da hat er eigentlich nicht Unrecht. Ich weiß auch nicht,
das ist halt so blöd. Du siehst es hier, Benatou baut wie ich jetzt auch Ritter und Soldaten. Ja. Da könnte man sich natürlich abspringen. Ich habe mehrmals gesagt, welche Einheit ich bauen werde. Dann weiß ich jetzt nicht, warum er das gleiche baut. Der könnte natürlich jetzt ja auch auf Anti-Air zurückgreifen. Klar. Ja. Egal, ich denke, dass es auch so funktionieren wird. Ja, denke ich auch. Wenn es auch gleich den nächsten gehen, genau. Und dann, sieht doch gut aus. Genau, schaukeln wir das Spiel nach Hause, würde ich sagen. Und wie ist das Feeling, jetzt mal wieder dabei zu sein? Oh, es ist wunderschön. Also ich hab's vermisst, ja. Alleine den Eingangssatz zu sagen. Oh, ja. Herzlich willkommen. Ja, es ist... Echt schön, dass du mal wieder dabei sein konntest. Ja. Auch schön, dass du uns besucht hast hier. Immer gern, ja. Da bist du auch weiterhin immer gern gesehen natürlich. Kannst gerne vorbeikommen. Ja, vielleicht komme ich ja mal wieder ganz zurück. Ja. Das wäre natürlich noch schöner, wenn man nicht dich nur einmal im Jahr vielleicht irgendwie erblicken würde. Ist ja schon mein zweiter Besuch jetzt. Das stimmt, Ja. Muss man ja fairerweise sagen. Ja. Nur hatten wir beim ersten Mal nicht die Muße, noch ein Let's Play zu drehen. Das ging ja leider nicht. Dieses Mal ist es drin. Ja. Auch für die Fans. Genau, für die Fans. Yeah. Ich hoffe, deine Freundin langweilt sich nicht, die ist ja auch da. Nein, ich denke, die... Die kommt damit klar. Ja, sehr gut. Beschäftigt sich schon. So, meine Naga-Hexe ist hier gestorben. Zockt wahrscheinlich unser Fett-Spielen-Game auf dem PC. Ja, ja, genau. Alien Runner. Ja, das wird nämlich kommen. Kleine Seid Teaser schon alle hier. Gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Dann sind ja alle beschäftigt, sage ich jetzt mal. Alle versorgt und beschäftigt. Herr Schleifmann ist auch schon da. Ja, oh, genau. Dennis. Mann. Ja, der hat's auch mal erwischt. Ja. Ja, und wir finishen hier das ganz... Ja, Dragon. Genau, der ist auch auf jeden Fall durch. Das GG vom wurde Programmer. Schon gedroppt. Programmer zu lassen, ja. Dann denke ich mal... Wird auch nichts mehr kommen. Wird nur noch Dragon ist noch da. Und Dragon hat das Spiel verlassen. Alles ist weg, alles ist tot und wir haben auch dieses Warcraft-Match gewonnen. Sieht doch sehr gut aus. Sehr, sehr geil. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ja, mich auch. Es war eine Ehre und eine Freude, neben dir wieder das moderieren zu dürfen. Das ist einfach nur schön. Und wenn ihr, liebe YouTuber, auch wieder hier eine neue Partien sehen wird, leider ohne Johannes, aber dafür immerhin auch noch mit mir, dann geht es weiter bei 50 Likes. Wir sehen uns. Bye. Ade.